Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit mir, Wigmann. Beim letzten Mal haben wir uns, also die letzten Male, um ehrlich zu sein, haben wir uns nach getaner Arbeit es uns ein wenig gut gehen lassen. Das war auch bitter nötig, denn wir haben, ich würde sagen, noch nicht mal unbedingt einen unglaublichen Fortschritt gemacht. Aber was man eben ja, benennen kann, sage ich mal, ist die Tatsache, dass wir die Brigantenräuber zurückgeschlagen haben vor drei Episoden. Aber die, nicht die letzte und nicht die vorletzte, sondern die vorvorletzte. So, was machen wir heute? Puh, das ist eine verdammt gute Frage. Ich bin halt immer noch drauf und dran, nochmal welche hochzubringen. Besonders eine Vestalin. Lucy ist momentan verhindert. Also wie wäre es mit Gertrud oder Petit? Wahrscheinlich eher Gertrud. Einfach mal hochbringen. Wen könnte man noch hochbringen? Ein Kopfgeldjäger. Da haben wir aber leider nur zwei hier ganz weit unten. Und dafür fehlen uns einfach die Männer, um das zu machen. Wir haben hier aber auch ganz viel Zeug. Wir gucken also mal. Ups, das wollte ich nicht. Was man denn noch so machen kann. Ob wir hier haben wir ja schon alles. Die Weitläuferin könnte man bezahlen sozusagen. Hier könnten wir etwas erreichen. Hier könnten wir etwas erreichen. Hier möchte ich etwas erreichen. Und zwar die Anzahl der Behandlungsräume auf 3 erhöhen. Aber das ist momentan nicht dran. So. Die Kosten der Accessoires verringern. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Badaboom, badabang. So. Haben wir jetzt noch irgendwas? Das geht nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Also Wappen braucht man echt für jeden Scheiß, oder? Sieht so aus. Deswegen findet man die auch so oft. Wappen braucht man echt für alles, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Dann weiß ich, wonach wir jetzt suchen. Nämlich nach allem. Nach jeglichem Zeug. Womit fangen wir aber an? Ich würde auch sehr gerne nochmal den Krächzer entgegenstehen. Das Problem ist hauptsächlich, ich habe Angst vor dem Krächzer. Und ich weiß nicht, ob wir die momentan beste Aufstellung haben, um dem Krächzer entgegentreten zu können. Puh. Sollen wir es versuchen, den Krächzer nochmal zu bezwingen? Na, nicht heute. Nicht heute. Lang genug mit dem Gedanken gespielt, nicht heute. Dann mache ich mir noch ins Höschen. So, den schon mal mit. Dann holen wir Ghoul. Ja, Ghoul, Ghoul. Dann eventuell Towcliffe. Und Max. Natürlich die dann tauschen. But Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. So, was hast du für uns? Zum Beispiel Betäuben. Ich mag Betäuben. Und natürlich Schaden. Mal schauen, ob wir ein Betäubungsplus haben. Was war das hier eigentlich? Achso, nee. Haben wir einen Betäubungsbonus? Hier irgendwo. Betäubung ist gelb markiert. Das war hier. Plus 20% Chance auf Betäuben. Aber dabei. Ja, ich muss mal ganz kurz nochmal alle Accessoires ablegen und nach Charakterklasse sortieren, aber trotzdem bekommst du L'Elefant. Und am besten noch
Einfach mal das Buch, weil das Buch ist gut. Oder, wisst ihr was, ich lasse es mal, ups, das wollte ich nicht. Ich lasse einfach mal ihm einen Platz offen, so nach dem Motto, ah, wer weiß, was da, was wir finden hauptsächlich. So. Plus auf Heilfähigkeiten. Wir brauchen nur ein Buch, weil wir meistens nur einen Vestalen haben. Aber hier würde ich dann aufs extreme Healing gehen. So, und Ghoul. Was hat Ghoul, was ich nicht habe? Möpse. sorry. Wir machen das, denke ich. Holen uns mit. Wir brauchen was für Gifthauch. Das ist der. Chance auf Gifthauchfähigkeiten. Und wie wäre es mit. Ne, so ein Ahnenschatz ist. Einfach den Tentakelgötzen. Wieso? Weil wir es können. Das ist tatsächlich der ganze Grund. Ja. Ja. So. Das war's. Das ist ein ganz normaler, kurzer Veteranen-Dungeon. Allein weil er kurz ist, können wir da auch wieder an Geld sparen. An Essen spare ich nicht mehr. Das ist letztens schon wieder fast schief gegangen. Aber an Fackeln kann man sparen. Und badaboom, badabang. Wir können los. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Mama said it was okay. Mama said it was quite all right. Was haben wir hier, the Marcus Ware? So. So. Ups. Now talk to me. I knew all these paths once. Now they are as twisted as my own ambitions. Now they are as twisted as my own ambitions. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin leicht erkältet. Ich habe auf jeden Fall eine volle Nase. Was heißt eine volle Nase? Meine Nase ist semi-voll. Mein Hals drückt ein wenig. Aber sonst geht es mir tatsächlich gut genug, um eine Aufnahme zu starten. Und ich muss noch ein wenig starten. Denn alsbald geht es für mich in den wohlverdienten Urlaub. Und was bei mir ein wohlverdienter Urlaub ist, bedeutet, ich bin an einem Ort, wo ich nichts hochladen kann. Das ist das größte Problem. Nicht, dass ich nichts aufnehmen könnte. Das würde ich eventuell noch hinbekommen, wenn ich genug Mühe mache. Das mit dem Hochladen ist halt aus. Das fällt weg. God damn you, little bitch. You little bitch. But Mama said that it was okay. Mama said that it was quite all right. Deswegen meine Erkältung tut mir leid. Aber was kann man dagegen machen? Nichts, genau so ist es. Hau weg den Shit. Gift, yes. Schleim, wenn ich Pech hab. Kein Pech für mich. So, was wir jetzt eventuell versuchen können, betäuben. Shit. Der Schleimhieb ausgewichen. Und es geht schon wieder los. Eine neue Runde. So, der Narr bringt zum Bluten. Du heilst dich selber. Gertrude. Betäuben. Verdammt. So, er ist tot. Das ist sehr gut. Du kriegst 9 Schaden. Zyto, fuck yo. Fuck yo. Aber okidoki. Den müssen wir trotzdem loswerden. Er widersetzt. Das ärgert mich kolossal. Wir schnitten. Und das deutet, dass er tot ist. Yes. Dann zerschmettern wir und heilen die Gruppe. Perfekt. So,
Hier ist ein Altar. Wir bekommen nichts. Ist ja räudig. Altar, Weihwasser. Oder Brunnen in dem Falle. Und Stress geheilt. Das ist genau das, was ich damit erzielen wollte. Danke dafür. Shit. Naja, die sind genauso überrascht wie ich im Prinzip. Ich würde gerne den hinten halt betäuben, ne? Was heißt betäuben? Vergiften. Natürlich überlebt der. Okay. Und ein Schnitt. Nur 5. Überlebt halt. Das ist das Problem, was ich damit habe. An sich alles cool. Ah, wir haben einen gekillt. Er ist in der nächsten Stunde tot. In der nächsten Runde tot. Es hätte halt auch besser laufen können, ne? Ich sehe schon. Nein, Gefechtsmedizin. Baboom. Bitch. So. Tot. Ich mache Rampart, weil dann rück ich einen nach vorne. Und er ist betäubt. Sie. Betäubung. Macht den Giftschlag und das war's. So, jetzt bekomme ich noch was aus dem Kampf. Nicht wie gerade eben. Gerade eben war blöd. Wisst ihr was? Wir benutzen eine Schaufel. Ooh, baby, I love you. Every day. Da kommt schon die erste Hungerattacke. Ich weiß nicht, ob es zuletzt noch mal ein Update gab. Das würde ich gerne in Erfahrung bringen. Schütt mal rein, greif mal rein, da ist nichts Interessantes. So. Dahin schaffen wir es noch. Ohne Licht. Ja, und das ist halt so eine Sache, die kann ich dann ihm mitgeben, dann habe ich noch mehr Platz. Schön, oder? Kein Gegner, 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 kein Gegner. Ah, fuck! Es war so knapp. Es war so knapp. Aber okay. Ich habe Mittel und Wege, das zu kompensieren. Tatsächlich. Das tut weh, zumindest. So, du machst die Seuchengranate und die Spiel treffen, wir connecten, das ist wichtig. Dann hinten hin. Rampart. Oh yeah. Oh yeah. So, dann ist der Lutscher nämlich tot. Ich mache noch einen nach vorne. Tollwütiger Ansturm. Das ist okay. Da müssen wir durch. Bam! Er ist betäubt und kriegt 5 Schaden. Das heißt, er ist sozusagen des Todes. Wir machen Gruppenheilung. So, dann machst du Gefechtsmedizin auf dich selbst. Du zerschmetterst. Ah, wir wären besser auf ihn hier gegangen. Weil dann hätten wir einen zumindest wirklich weniger gehabt. Aber ausgewichen ist auch geil. Und du machst. Oh. Ja, eigentlich wollte ich Ernte machen. Das war jetzt ein Fehler von mir. Es hat aber keinerlei Unterschied gemacht. Auch schön. Fuck, er widersetzt. Ist nicht tragisch. Ist tatsächlich gar nicht tragisch. Solange wir jetzt 81%, 76%. Geltung 76. Solange wir jetzt. Okay, wir haben getroffen. Okay. Nimm mit.
den Shit. 1, 2, 3 und auf geht's. Und dann erkunden wir äußerst wenig, wenn ich das mal ganz kurz anmerken darf. Greif mal rein. Kostbarkeiten. So, am Ende des Tunnels. Badaboom. Geifer Nagul. Nicht gerade meine Favoriten. Aua. 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 Wir versuchen es mit meinem Stopp. Na, fuck you. You little cunt. Lass Max in Ruhe. Max muss noch ernten. Scheiß Made. Aber okay, treff nicht. Fuck. Okay. Wir sind nochmal durch. Ich bin für den Giftschlag. Yes. Da bin ich voll gegen. Danke. So. Zion. Oh yeah. Dann machst du. 22 sind. Na, Wieso mache ich die ganze Zeit die falschen Fähigkeiten? Das mache ich noch nicht mal extra. Zerfleischen, das ist nicht so schlimm. Toklif kann das abhaben. Ja, easy. Bada boom. Babada boom. So, mit einem gezielten Angriff. So, jetzt will ich das tatsächlich machen. Mit einem gezielten Angriff. Verdammt, er darf nochmal. Dann macht auch kein gezielter Angriff Sinn. Sondern die Gefechtsmedizin. So spare ich mir die Items. Er stirbt eh noch an diesen Folgen. So, wie gesagt, das stirbt eh. Ach komm. Freut sich der Max noch. Sehr drollig. Finde ich auch. Hier ist nichts. Wir gehen zuerst oben lang. Der Weg ist kürzer. Und dann im Sprint nach unten. Okay, nein, lass mich das doch machen. Ist ja jetzt noch gut gelaufen, aber es hätte auch nicht gut laufen können. Okidoki. Zurück kommen wir. Ohne Probleme, das geht auch im Dunkeln. So. Und jetzt würde ich die letzten drei Fackeln benutzen. Und nochmal all out gehen. Alles aufheben, was man findet. Boah, da fängt es schon gut an. Zumindest was Cash Money angeht. In die Falle ist er halt reingetappt, ne? Da kann man jetzt auch nicht groß um den Brei herum reden. Das war's. Wir setzen das Abenteuer aber noch fort. Denn da kommt noch was. Ja, da geht noch was. Ja, da geht noch was. Das ist blöd. Das Porträt hole ich mit. Aber ansonsten. Da hätte ich besser zuerst die Schaufel verwendet, ne? Ist nicht so tragisch. Ah, hier ist sogar noch was. Ich habe halt jetzt mit einer, was weiß ich, mit einer Truhe oder so. Ich habe es gehofft, sagen wir mal. Ewe. Ja, dann mach mal was du machst, umarme die Dunkelheit. Danke, aber nein, danke. So,
wir zerschmettern. Der Toegriff, das geht aber auch stärker, Freund. So, das da war eine schöne Heilung. Und damit einer zumindest mal tot ist. Ne? So, jetzt kommt ein tollwütiger. Nee, Moment, ey. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, das connected. Das bedeutet hier, du bekommst. Yes! Genug Schaden. Der Giftschlag, das bedeutet nämlich für Hundi McHundeson. Er ist noch nicht tot. Aber das gibt ihm den Rest. So, Gertrude hingegen macht auch Schaden, weil ich brauche nichts mehr zu heilen. Die Runde ist sozusagen vorbei. Er stirbt an nichts tatsächlich. Doch, er stirbt auch. Wunderbar, wir nehmen Zeug mit und beenden die Quest. Schick. Das war simpel, sage ich mal. Schätze 11.000. Wir haben halt kaum was ausgegeben. Toegriff bekommt perverse Gelüste. Das darf das Bordell nicht besuchen. Er setzt weich. Ist mir sogar lieb, dass das jetzt so ist. Letzter Atemzug plus ein Gesundheit bei Lebenspunkt unter 50%. Ersetzt Photomanie. Und Gertrude bekommt Paranormanie. Besessen vom Übernatürlichen. Ersetzt Weich. Auch hier, Weich ist schrecklich. Ich bin froh, dass es weg ist. Back across the sticks. Boatman be damned. Hey, hey, hey. Aus dem Jenseits, Teil 2, Freunde. Das letzte Mal kam Toegriff zurück. Peroy. Lucelle. Billy. Ob durch einen hasserfüllten Fluch oder ein unheiliges Wunder, dieser verdammte Ort trotzt sogar dem Tode. Nur einer dieser Soldaten kann von den Toten zurückkehren und... Allein wegen unserer momentanen Situation, dass hier unten zwei Kopfgeldjäger auf Stufe 1 und 2 rumgammeln, ist Peroy die richtige Wahl. Allein deswegen. Ich denke, Peroy kommt zurück. Willkommen zurück, Peroy. Taverne Bossard hat dem Glücksspiel gefrönt und den Stress um 600 verringert. Destiny sieht nach einer langen Durchzecht nach Doppelbilder. Destiny hat die Taverne unsicher gemacht und den Stress um 70 verringert. Doppelbilder minus 10 Präzision. Der Bobo konnte keinen meditativen Zustand erreichen und ist frustriert. Neuer Tick, ruheloser Geist, darf im Dorf nicht meditieren, ersetzt Paranormanie. Der Bobo hat meditiert und den Stress um 70 verringert. Lucy hat Krankheiten wirksam behandeln lassen, geheilte Krankheiten, Tollwut und Syphilis. Wunderbar, Gertrude ist jetzt Vestal in Stufe 4. Ansonsten nicht. Das ist der Hammer. Das bedeutet aber auch, dass ich für Peroy jetzt ganz schön Geld ausgeben werde. So, ich darf mir im Prinzip aussuchen, was er bekommt. Zum einen, du bist der Nächste. Dann fordern wir immer mal wieder Kopfgeld ein mit ihm. Oh, jetzt habe ich das schon gekauft. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Mach ihn fertig. Schaffe Haken. Ich würde halt aufwärts haken und mach ihn fertig noch holen. Wegen dem Betäuben. Und hier Schaden gegen betäubt. Oder die Blendgranate. Und mach ihn fertig. Die Blendgranate trifft halt. Eher. Aber was heißt, sie trifft eher. Eher die trifft auf verschiedenen Positionen.
Aber auch auf nicht viel. Aber da hier ist auch Zurückstoßen. Das ist halt blöd für Marine fertig, bin ich ganz ehrlich. Es spricht halt bis jetzt für Blendgranate. Dann machen wir es auch, komm. Dann gehen wir zur Waldläuferin. Da braucht er nämlich auch. So wird das gemacht. Spurensuche, gezieltes Ausschalten, Ausspähen, stärkende Worte, Wundversorgung und Ermutigung. Gezielt ausschalten und so wird das gemacht, ist schon mal eine saugute Idee. Dann haben wir Ermutigung, ein Gefährte, Stress wird um 15 gelindert. Heilung um 15%, Bluten wird entfernt, Vergiftung wird entfernt, Stressschaden. Ermutigung und Wundversorgung. Ja. So machen wir es. Damit ist Peroy wieder voll da. Als wäre er nie weg gewesen. So, nach Stress wurde sortiert. Bitte nochmal nach Stress sortieren. Wo ist denn Peroy? Peroy hat doch unglaublich viel Stress. Wollt ihr nicht da mal was machen? Geh mal ins Kloster. Da kann Peroy nicht hin. Hat religiöse Visionen und Wahnvorstellungen. Will im Dorf nur trinken. Habt ihr gehört? Alles klar, Peroy. So, dann Gertrude. Trinkt mit Peroy. Wir gehen wieder ins Kloster. Towcliffe kann keinen Kreuzgang machen. Dann gehst du halt beten. Lucy kann auch keinen Kreuzgang machen. Was ist mit euch los, Kids? So, Lucy braucht aber noch was. Lass raten, will auch nur. Na, natürlich will die nur trinken. Blöde Plunze. Aber. Okay. Wir gucken mal auf die Kutsche. Immer noch kein Unhold. Aber so ist es halt. Mein Name ist Herr der Wigmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt Let's Play Darkest Dungeon. Bis dahin. Ciao.